שלום עליכם ורלנן וייטר שיעור תניא. הויטה פרייטאג י"ג טבת ורלנן דם צווייטן טייל פון קפיטל 9. ויזו אס איסט זו ויכטיג צו ויסן וו וונט יידן נפש. איינה פון די גרונדן זינט די נפש הבהמית, די אנימלה זיילה, זי איז נישט צו tierisch, sie ist nicht so animalisch, sie ist schlau und intelligent wie eine Fuchs. Sie wird genannt sehr oft in die chassidische Literatur der Kluginker, der Schlauer und manchmal der Kluginker, der Fuchser versucht der Mensch zu überzeugen, ah, das was du tust ist heilig, ist eine Mitzwe, du musst es machen, du musst ihm sagen, das, was du tust, ist pur Mitzwe. Manchmal, er sagt dir zu sein radikal und jemanden zu beleidigen und die Sache ist dir nicht wichtig, du bist wichtig, dein Ego ist groß. Deshalb, der Mensch ist manchmal verwirrt. Er weiß nicht, von wo kommt seine Wille etwas zu tun, von dem Nefesh Elokit, von der göttlichen Seele, die meistens leise ist, oder von der Nefesh HaBehamit, von der linken Seite, die meistens laut ist. Jetzt. Alles, was ein Mensch will, was Gutes tun, helfen, sagen ein gutes Wort, Mitzvot machen, Tora lernen, spenden und kommt sein Kopf und er sagt, der Kluginker, ah, der hat genug, brauchst du nicht zu helfen. Diese Frommkeit, diese Chassidischkeit kommt von der bösen Trieb. Okay. Wir konnten denken, dass die zwei Nefashot, jeder lebt in ihrer Ruhe, Kopf, Herz oder im Herz, zwei Seiten, nein, nein. Steht bei Jakob und Esav, dass eine versucht, dem anderen die ganze Zeit zu fallen lassen. Unser Körper ist so wie eine kleine Stadt, wo zwei Könige wollen diese Stadt beherrschen. So wie der Rebbe hat einmal gesagt, eine Student, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Olam, Shakon Yom Dvorim. Dass in Baseballspiel braucht man zwei Gruppen und jeder König will sein König mit die Krone nur er alleine. Er will keine Rotation und er will keine Verteilung, er will der einzige Chef sein. Also er will, soll alle sollen wissen in dieser Stadt, dass er ist der König, er ist der Herrscher und alle tun und folgen so wie er sagt. Und alle seine Befehle, was er sagt, ob es ist verständlich oder nicht, soll man machen, auch wenn die Bürger es nicht verstehen. Genauso die zwei Nefashot, die göttliche und die Animale, die kämpfen beide über dem Körper. Wer soll sein? Der Boss. Wer soll sein der Sieger? Wer soll sein der König? Das ist so wie zwei Löwen. Der, der bekommt mehr Fleisch, der wird dem anderen siegen beim Krieg. Die göttliche Seele, ihre Wunsch und ihre Wille, sie soll alleine sein, die Herrscherin auf dem Körper, auf dem Charakter, auf dem Reden, auf dem Handeln, komplett. Sie will keine Ermäßigung. Sie will, dass sie so wie zwei Frauen. Eine Frau will nicht eine andere Frau. Schluss. Nur bin ich. Alleine. Gib nicht noch. Auch nicht deine Mama als zweite Frau. Nur ich. Ich bin die Nummer eins. Was ich sage, stimmt. Es gibt einen Spruch in Talmud,
dass diese Welt und kommende Welt, das sind so wie zwei Frauen, Schezarot, Solesut, so wie die göttliche Seele und die irdische. Das heißt, wenn es gibt zu Hause eine Chefin, sie sagt die Hausälterin, die Putzfrau, was zu tun, auch wenn sie sagt, heute putzt das Fenster. Sie kann nicht sagen, gestern habe ich geputzt, ich will sonst heute putzen, Schluss. Ein der Boss. Genauso die Nefesh HaElokit. Ein Arbeiter muss machen das, was der Chef sagt ihm. Deshalb die göttliche Seele will, soll die ganze Körper soll machen, was sie will. Sollen alle Körperteile, 248, soll man riechen nur heilige Sachen, soll man hören nur heilige Sachen, soll man hören nur, und genauso auch die Körperteile, der Verstand, die Charakter, sogar die Intellekt, alles soll voll sein mit Hashem, mit seiner Weisheit, mit seiner Vernunft, soll der Mensch die ganze Zeit denken nur über Hashem, so wie es steht geschrieben, ve'ohavto es Hashem Elokecha, du sollst lieben dem Ewigen, dein Gott, mit deinem ganzes Herz bedeutet, bechol levofcho, bestehe zorecho, mit beide trübe, bechol nafshecho, auch bereit zu sterben, ובכל מאוידךו, mit deinem ganzen Vermögen, gar nichts ist deine, alles ist deine, seine. כי מיותךו הכל ומיותךו נוסנו לך. Und das ist immer der Kampf bei der Mensch. Seine oder meine? Deine oder meine? Und wenn ein Mensch versteht, alles ist seine und es ist nicht meine, dann die Nefesh Elokit ist die Herrscherin. Und da bekommt er zu Liebe zu Hashem vom tiefsten Teil von dem Herz in die rechte Seite vom Herz. Tochora zu Fava soll sein, sogar die Boden in die Seele soll sein voll mit Liebe zu Hashem. Voll mit Überfluss. Und weil der Kopf ist voll, weil die rechte Seite im Herz ist voll mit Nefesh Elokit, mit göttliche, positive, altruistische, seine, und ich bin nicht im Mittelpunkt, die Sache ist wichtig, dann auch die linke Seite wird gezwungen sein, das zu akzeptieren, das, was Hashem will. Dass auch die Element von schlechtem Wasser, von Klipat Noga, wo der Mensch will genießen für die Welt. Diese Genuss wird er bekommen, so wie König David sagt, Zomolecho Nafshi, meine Seele ist zu dir so durstig, so wie ein Land ohne Wasser. Und wenn ein Mensch hat nur Geschmack bekommen von guten Stickel Teure, von Chsides, von guten Taten, dann freut es ihm sehr, sehr. Und er kommt zu großer Liebe, noch mehr wie die Liebe von Feuer. Ich gebe ein Beispiel. Eine Frau hat sich lieb. Die ganze Zeit, sie ist im Mittelpunkt. Animale Seele, Kleider, Essen, Nägellack, Einkaufen, Tasche, Brille, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gut. Das ist Nefesh Be'amit. Irgendwann, sie heiratet und sie bekommt ein Kind. Und was ist Kind? Kind ist Nefesh Elokit, weil es eine Mitzwa von Gott. Und die ganze Zeit denkt sie über dem Kind. Morgen, Mittag und Abend soll er essen, soll er trinken, soll er schlafen. Ihre Leben sind schon nicht mehr im Mittelpunkt. Ihr ganzes Leben ist dieses Kind. Sie gibt ihm ihr Blut, sie gibt ihm ihr Essen, sie gibt ihm alles. Ich kann euch nur sagen, ich kenne viele gute Frauen. Sie gehen sehr oft kaufen, shoppen und immer kommen sie zurück mit Shoppen, mit Geschenke und Kleider für die Kinder,
für die Enkelkinder. Aber du bist doch gegangen zu kaufen für dir. Es macht mir mehr Freude zu geben. Hier sehen wir ein bisschen Geschmack. Wenn ein Mensch beginnt zu machen Sachen mit dem Kopf, dann sein Herz wird irgendwann mit so einer großen Liebe zu guten Sachen wie Feuer. Das heißt, dass der Kopf, der Intellekt, schenkt dir Verantwortung und so. Diese Liebe hat keine Grenze. Man kann sie verbreiten zu dem Spruche, zu den Kollegen, zu den Nachbarn, zu viel. Tzadik hat Ahava lekulam. Tzadik hat Liebe zu allen. Wie ist das? Weil sein Nefesh Elokit hat schon erobert die rechte Seite vom Herz und auch die linke Seite. Dann hat er einen riesigen Genuss von göttlicher Sache. So wie steht geschrieben in Tehilim, Tamu reu ki toiva vaye, Versuch, probier und ihr werdet sehen, als der Ebischter ist gut. Am Anfang vom Leben macht keinen Spaß zu beten, zu lernen, zu spenden, aber irgendwann, das ist das einzige Spaß, was bleibt. Du wirst alt, was ist noch geblieben? Essen kennst du nicht, sehen kennst du nicht. Das einzige Sache, was du kennst, ist mit Hashem verbunden. Aber zu dieser Liebe zu kommen, muss man viel früher probieren, prüfen und versuchen. Shkoyach.